Ich möchte mir jetzt gern die Stellen auf das kleine Holz da übertragen, wo dann die Bohrungen reinkommen, wo die Reißnägel reinkommen, also unsere Lötstellen. Und wenn ich schon so eine Vorlage habe, dann nehme ich mir das einfach, in dem Fall, nächst runter und spüre dann eh, wo da die Kanten sind. So. Das geht gut. Das geht auch gut, da kommt es jetzt nicht so auf den Millimeter drauf an. Passt. Und dann nehmen wir zum Beispiel einen Nagel oder einen Vorstecher und markieren wir einfach durch Eindrücken, wo die Stellen sind. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, wenn da jemand mitgezählt hat. Mit dem Bleistift nachgefahren, geht das wunderbar. Und für die da am Rand lege ich mir das so her. Und wir wissen eh, das muss da genau die Mitte sein. So, alles markiert. Ich werde jetzt da zum Bohren verwenden, diesen kleinen Bohrständer, weil der funktioniert mit meinen Mini-Bohrmaschinen recht gut und für die Kinder hat er gerade die richtige Größe. Ich werde anfangen mit den beiden kleinen Löchern. Wenn man da einen Plan startet, das ist für die Kinder eher ungewohnt. Das ist nicht irgendwie ein skandinavisches O, sondern das heißt Durchmesser. Da steht Durchmesser 1,5. Das ist also dieser kleine Bohrer. Die beiden Löcher werden durchgebohrt. Und da muss ich zuerst einmal die Spannzange ändern. Ich habe da auf der anderen Seite einen tiefen Anschlag. Den habe ich mir einfach eingestellt, dass ich nicht da ganz durch habe, ich bohre. Los geht's. Erledigt. So, für den nächsten Schritt, da haben wir nämlich einen Haufen Löcher mit Durchmesser 2. Muss ich mir jetzt wieder die Spannzange ändern. Ich habe da so ein Set von Holzbohrer. 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Die haben alle hinten den gleichen Schaft. Nur der kleine. Der ist mal abbrochen. Deswegen habe ich da jetzt die andere Spannzange nicht an. Und da ist jetzt halt wichtig, dass ich nicht durchbohre, weil das sind nur die Vorbohrungen für die Schrauben. Zack. Die für sich eingestellt. Los geht's. Fertig, nicht durch. Und für die beiden Bohrungen da oben muss ich das jetzt kurz umbauen. Der Tiefenanschlag ist eingestellt, die Mitte ist auch eingestellt. Bohren wir rein. Oh!
Damit hätten wir das jetzt auch fertig. Da Geburt und da Durchgeburt. Jetzt fehlt uns noch im großen Holz. So, so schnell ist das gegangen. Fertig ist die Geschichte mit Bohren. Jetzt werde ich das wieder wegtun und dann sind wir bereit fürs Löten.